Herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie schnell mit NF-Wärme und Dampf einen Energieausweis ausstellen. Als erstes erstelle ich ein neues Projekt und gebe das Baujahr des Gebäudes an. Nun übernehme ich diese Daten. Nun öffnet sich der Gebäudeassistent, mit dem ich schnell die Gebäudeeinstellung vornehmen kann. Sie können alle Einstellungen, die Sie hier vornehmen, später im Programm wieder abändern. Als erstes wähle ich meinen Haustyp und die Bauart des Gebäudes aus. Und füge ein Foto ein. Danach bearbeite ich mein Dach. Ich wähle ein Dach aus. Gebe an, dass es beheizt ist. Und ändere den Winkel. Nun gebe ich noch einen Kniestock ein. Nun ändere ich die Geschossanzahl und die Länge des Gebäudes. Und wähle eine einfache Verglasung. Nun passe ich die Himmelsrichtung an und wähle eine Anlage aus. Nun übernehme ich meine Daten. Und gebe einen Namen an. Und übernehme diese wieder. Nun befinden wir uns in der Hauptmaske. In diesem kleinen Fenster können Sie schnell die Werte Ihres Gebäudes einsehen. Jetzt erzeuge ich eine neue Variante. Und nenne sie Dachdämmen. Nun klicke ich auf mein Dach und wähle Bauteil Fenster austauschen und wähle ein Dach aus der Bauteiltabelle. Ich nehme Dach, Flachdach und wähle eine 14 cm Sparren Dachdämmung. Nun erscheint der Schichtaufbau meines Bauteils. Und ich übernehme meine Einstellung. Jetzt werde ich gefragt, ob alle Bauteile mit demselben Namen ausgetauscht werden sollen, und ich bestätige dies. Zwei Bauteile wurden ausgetauscht und Sie können die Verbesserung sofort in Ihrem Fenster einsehen.
Weiter unten sehen Sie sofort, wie viele Kosten eingespart wurden. Durch Drücken der F5-Taste gelangen Sie in den Variantenvergleich, in dem Sie sich Ihre Verbesserung auch grafisch ansehen können. Die Werte im Bereich Dach und Heizwärmebedarf haben sich wesentlich verbessert. Nun gebe ich die Kosten dieser Maßnahme ein. Dafür gehe ich auf das Euro-Symbol und gebe einen Sanierungspreis in Höhe von 100 Euro ein. Zusätzlich das Gerüst. Euro. Kann aber gleichzeitig die sowieso Kosten abziehen. Kann wieder aus dem Dialog herausgehen. Nun möchte ich mir die Amortisationszeit für diese Variante ansehen. Dafür gehe ich wieder in den Variantenvergleich und auf den Reiter Amortisation und sehe, dass sich diese Maßnahme nach 12,5 Jahren amortisiert hat. Nun erzeuge ich eine weitere Variante. Und nenne sie Wände dämmen. Ich klicke auf eine Wand und wähle den Punkt Schichtaufbau optimieren verändern. Nun kann ich auswählen, einen neuen Schichtaufbau eingeben, den Schichtaufbau erweitern oder den Schichtaufbau aus der Bauteildatei austauschen. Ich wähle Schichtaufbau erweitern. Es gibt zwei Möglichkeiten, nach Material zu suchen. Einmal über den Pfeil. Oder den Namen eingeben. Jetzt wähle ich ein Material aus. Und ändere die Dicke ab. Und übernehme meine Einstellung. Die Werte haben sich wieder verbessert und weiter unten sehen Sie wieder die Verbesserung der gesamten Varianten und dieser Variante. Im Variantenvergleich schaue ich mir dies noch einmal grafisch an. Und sehe, dass ich meine Wände sowie mein Heizwärmebedarf weiter verbessert haben. Nun gebe ich die Kosten dieser Variante ein. Und gehe auf Übernehmen. Nun kann ich mir wieder die Amortisationszeit dieser Variante anschauen. Dafür gehe ich wieder in den Variantenvergleich und auf Amortisation. Nun sehe ich die Amortisation aller Varianten
und jetzt nur der aktuellen. Nun erzeuge ich eine weitere Variante. Und nenne sie Austauschheizung. Nun gehe ich in die Wärmeerzeugung und lade mir eine Anlage. Ich wähle eine Anlage mit solarer Trinkwassererwärmung. Durch Austausch meiner Anlagentechnik haben sich meine Werte weiter verbessert und die Energiekosteneinsparung ist weiter gestiegen. Im Variantenvergleich kann ich die Verbesserung grafisch einsehen. Die Anlagenaufwandszahl hat sich deutlich verbessert und im Bereich Heizung sehe ich die Verbesserung des Trinkwassers und der Heizung. Nun gehe ich in die Anfangsvariante, um meine Modernisierungsvorschläge einzufügen. Und danach auf Drucken. Und hier wähle ich den Energieausweis. Und mache einen Haken bei Modernisierungsvorschläge möglich. Nun wähle ich die Modernisierungsvarianten und beschreibe sie. Einmal die Außenwände. Einmal das Dach und einmal die Heizungsanlage. Noch markieren. Und die Daten übernehmen. Jetzt muss nur noch die Anschrift ausgefüllt werden. Und Sie können sich jetzt Ihren Energieausweis mit Modernisierungsvorschlägen anschauen. Dafür müssen Sie nur einmal auf die Vorschau gehen. Ich hoffe, dieses kleine Video hat Ihnen gefallen und ich möchte mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden.